miteinander. Heute zusammen. Wow, schon haben wir den zweiten Advent. So cool, dass ihr heute mit uns zusammen feiert. Ja, heute dürfen wir schon das zweite Kerzchen am Adventskranz anzünden. Macht ihr das amix? Oder wer zündet es bei euch daheim an? Wir wollen noch ganz, ganz fest Danke sagen am Linus und am Jaro für das Bild von der Krippe, die sie gebastelt haben. Wir haben mega Freude gehabt. Danke viel, viel mal. Am letzten Sonntag haben zu dem ganzen Haufen Kinder bei unserem Kommandospiel mitgemacht. Mega cool war es. Danke viel mal für alle die E-Mails, die ihr uns geschickt habt. Wir haben einen Gewinner ausgelost und der hat das Päckchen schon diese Woche bekommen. Viel Spass damit! Du, Rebecca, aber heute ist doch sonst noch etwas Spezielles. Warte mal, etwas so mit dem 6. Dezember? Ich weiss es nicht mehr. Das ist doch Bubi einfach. Kinder, ihr wisst es sicher, oder? Also ich auch. Also heute ist der 2. Advent, ja. Der 6. Dezember. Und das ist gleichzeitig auch der... Ah, Sammy Klaus! Ja. Jetzt weiss ich es wieder. Genau, das ist doch der Tag, wo der Sammy Klaus kommt. Gell, bei euch hat er sich nicht angemeldet, oder? Der tut sich doch nicht anmelden. Aha. Der kommt einfach vorbei. Aber in diesem Jahr ist das ja wirklich ein bisschen schwierig. Ich glaube nicht, dass er kommt. Aber los, ich höre etwas. Hört ihr es auch hin? Hört ihr Glöckli? Nein, das wünschst du dir doch nur. Okay. Wir hören kein Glöckli. Aber anstatt nur rumsitzen und warten, können wir doch miteinander unsere Weihnachtslieder singen. Ist gut. Ah ja, die sind so cool. Kommt, wir stehen gerade auf und singen miteinander. Und ihr dürft auch in der ganzen Stube rumtanzen. Es sieht euch ja niemand. Also, los! You're right.
nur sein eigener Zahn. Guten Morgen, Abby und Dakota. Hey, so schön, dass ihr heute mit uns zusammen den zweiten Advent feiert. Sagt doch mal den Kindern Ahoi. Hallo! Du, ich habe eine Frage an euch. Habt ihr letzte Woche die Geschichte vom Engel, der zu Maria gekommen ist, auch geschaut? Ja, ich. Ich nicht. Was ist denn passiert? Also, ein Engel ist zu der Maria gekommen und hat ihr gesagt, dass sie wird ein Baby bekommen. Und dem Baby soll sie den Namen Jesus geben. Und er wird der Sohn von Gott sein und die Welt erretten. Hey, super, aufpasst, Abby. Einfach mega. Das ist ja fast gleich wie beim Zacharias, wo der Engel ihm gesagt hat, dass Elisabeth wird ein Baby bekommen. Da hat es schon noch viele Engel rum. Du, Deborah, was ist eigentlich ein Engel? Das ist eine mega gute Frage. Was ist ein Engel? Kinder, wisst ihr, was ein Engel ist? Mal überlegen. Vielleicht hilft es, wenn wir uns überlegen, was die Engel machen. Die Engel, oder der Engel, den wir bis jetzt kennengelernt haben, der Gabriel, was hat er genau gemacht? Ihr könnt alle mitstudieren. Abby und Dakota, wisst ihr es? Der Gabriel hat dem Zacharias und der Maria erzählt, was Gott wird machen. Genau. Der Gabriel hat eine Nachricht von Gott erzählt. Also, den Engel von Gott eine Nachricht den Menschen bringen. Ja, super. Engel sind Diener von Gott. Und in der Bibel lesen wir von vielen Engeln. Gott schickt sie zu den Menschen, um ihnen eine Nachricht von ihm zu bringen. Es sind Boten Gottes. Und gerade in der Weihnachtsgeschichte, wo wir ja drinnen sind, hat Gott ganz viele Nachrichten von den Engeln erzählen lassen. Gibt es denn noch mehr? Ja, es geht gerade weiter mit dem Engel. Wollt ihr das hören? Ja! Der Josef liegt am Abend im Bett. Jetzt bin ich Gott Maria besuchen. Und wisst ihr was? Sie ist schwanger. Das heisst, sie kommt ein Baby über. Aber das geht doch gar nicht. Wir sind ja gar noch nicht verheiratet. Das ist nicht möglich. Aber ich folge Gott nach und will machen, was er sagt. Und Gott möchte, dass man erst dann ein Baby überkommt, wenn man verheiratet ist.
Er möchte das, weil er uns liebt und weiss, was gut für uns Menschen ist. Ich möchte nicht, dass die anderen Menschen wegen dem böse auf sie sind. Ich tue ihr einfach sagen, wir heiraten nicht. Dann muss es niemand wissen und alles ist gut. In dem Moment steht plötzlich ein Engel neben dem Josef. Er sagt zu ihm: Hab keine Angst, Josef. Die Maria ist schwanger, das stimmt. Es ist aber alles in Ordnung. Du sollst Maria heiraten. Sie hat keinen Fehler gemacht. Das Baby in ihrem Bauch ist vom Heiligen Geist erschaffen. Er ist der Vater. Die Maria wird das Baby bekommen und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Er wird die Menschen aus ihrer Sünde retten. Der Josef ist aufgestanden und hat gemacht, was der Engel gesagt hat. Er ist gegangen und hat Maria geheiratet. Und jetzt ist sie seine Frau. Uiuiui, ich glaube, ich würde mega verschrecken, wenn so ein Engel plötzlich vor mir stehen würde. Aber ich glaube, ich würde auch mega staunen. Weil wenn ein Engel kommt, dann muss es etwas ganz Wichtiges sein. Gott braucht Engel, wenn er den Menschen ganz eine wichtige Nachricht bringt. Ja, heute kommen wir ja Nachrichten mit einem Brief per Post oder als E-Mail oder manchmal auch auf dem Natel über. Das sehen wir bei euren Eltern, oder? Aber das sind ja auch nicht unbedingt Nachrichten von Gott. Weißt du, wie kommen wir heute Nachrichten von Gott über? Also das passiert doch durch die Bibel, oder? Ja, genau. Gottes Wort, die Bibel, dort, wo alles von Gott und Jesus drin steht, das ist seine Nachricht an uns. Und manchmal braucht er auch andere Leute und manchmal eben auch einen Engel. Hey, ich habe eine Idee für euch. Ihr könnt ja mal eure Eltern und Grosseltern fragen, ob sie mal etwas mit Gott erlebt haben, wo er ihnen eine Nachricht gegeben hat. Vielleicht ja auch durch einen Engel. Auf jeden Fall sehen wir, dass Gott immer genau weiss, was auf dieser Erde passiert. Er weiss genau, wie es uns geht, was uns Freude macht und was uns traurig macht. Und wir dürfen wissen, er ist immer da. Er schaut gut für uns und er hilft uns. Wir müssen keine Angst haben, weil Gott ist bei uns. Jeden Tag und jede Nacht. Und diese Weihnachtszeit, jedes Mal, wenn du ein Kerzchen anzündest, darfst du dich daran erinnern, Gott ist bei dir. Und dafür möchten wir Gott jetzt gerade Danke sagen. Wir dürfen gerade mit uns zusammen beten. Danke Gott, dass du uns kennst. Danke, dass du weißt, was auf dieser Erde passiert. Und danke, dass du immer bei uns ist. Wir haben dich gern. Amen. Amen. Am Schluss von dem Video findet ihr die Bastelanleitung für unsere Weihnachtsengel. Dann könnt ihr gerade solche Engel basteln und überall in der Wohnung aufhängen. Und vielleicht sogar auch verschenken. Und denkt daran, jedes Mal, wenn ihr den Engel seht, Gott ist bei euch. Und wie immer würden wir uns über ein Foto von euren gebastelten Engeln mega freuen. Oh du, Deborah, jetzt höre ich aber etwas. Hör mal gut. Oh ja, ich höre es auch. Du, wer ist das? Also, ich kenne nur jemanden, wo es so tönt. Ja, meinst du, er kommt gleich? Komm, wir warten mal. Ho, ho, ho. Hoi miteinander. Ja, hoi Sammy Klaus. Schön, bist du da. Herzlich willkommen da bei uns im Kigo. Ja. Mega super, dass du uns kommst besuchen. Ich habe mich mega gefreut, dass ich gleich noch jemanden besuchen kann dieses Jahr. Ja, wir haben uns auch mega gefreut, dass du da bist.
Du, aber wo sind denn all die Kinder? Die Kinder? Ja, die sind zu Hause. Dort im Video schauen sie uns jetzt gerade zu. Wo? Dort rein, in der Kamera. Ah. Wir sind damals die Einzigen, die da sind. Und die Kinder, also Debbie und Dakota, sind damals auch noch da. Und Kira und Jimmy. Aber die Kinder schauen uns zu. Mhm. Oh, das ist aber schade. Ich habe mich jetzt nämlich sehr gefreut auf die Kinder und hätte die also gern gesehen. Mhm. Ja, aber sie schauen ja zu. Kinder, könnt ihr mal winken an Sammy Klaus? Da wollen sie gerade zurückwinken, da die Kinder. Hoi, Kinder! Schön, euch zu sehen. Was hast denn aber du da in deinem Sack? Ja, ich habe Geschenke mitgebracht. Und ja, wie kommen denn jetzt die zu den Kindern? Das ist jetzt eine mega gute Frage. Kommen wir jetzt durch die Kamera? Nein, das geht doch nicht. Sollen wir es einfach essen? Ja, also so habe ich es jetzt schon nicht gerade gedacht. Das wäre doch für die Kinder. Aber wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Wie wäre es, wenn die Kinder die haben ein Versli aufsagen, das filmen tun und uns schicken. Das wäre doch eine Idee. Das finde ich eine tolle Idee. Was meinst du, Rebecca? Ja, ich finde das super. Also, ihr lieben Kinder zuhause, fragt Mami und den Papi, ob sie eine Sprachnachricht machen können. Und wenn ihr eure Versli aufsagt, könnt sie das aufnehmen und ihr könnt es uns per Mail schicken. Genau. Und wir tun dann aus allen eingeschickten Versli ein paar auslosen. Und ihr kommt den Samichlaussack. Du hast dort einen Samichlaussack drin, gell? Ganz viele kleine Samichlaussack. War doch! Ja, ja, genau. Und die kommen ihr heimgeschickt über. So cool. Hey, das tönt ja super. Also, liebe Kinder, ich lade den hier. Und dann freue ich mich also enorm auf die Versli, die ihr schickt. Dann gehe ich jetzt wieder zum Schmutzli und zum Eseli. Und ja, ich freue mich auf die Sachen, die kommen. Das cool. Ist ja super schön. Danke vielmals, dass du da warst. Hey, ich wünsche euch ganz, ganz schöne Weihnachten. Und euch Kinder auch ganz, ganz frohe, schöne Weihnachten. Und ich freue mich, euch nächstes Jahr wieder zu sehen. Tschüss miteinander. Ciao, Sammy Klaus. Tschüss zusammen. Ciao. Hey, so cool. Mega cool. Ja, also mit dem hätte ich jetzt nicht gerechnet. So eine tolle Überraschung. Ja, wir freuen uns auf eure Bilder von den Engeln und ganz besonders auf eure tollen Samichlaus-Versli. Hier nochmal unsere E-Mail-Adresse, wo ihr alles herschicken könnt. Für eines dieser Versli werden wir auch noch unser zweites Adventsgeschenk verschicken. Es lohnt sich also zum Mitmachen. Und jetzt wünschen wir euch einen tollen zweiten Advent. Und einen super Samichlaus-Tag. Schön, sind ihr dabei gewesen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir schauen jetzt, wie man so ein Engel machen kann. Das kannst du nachher irgendwo aufhängen, am Christbaum oder sonst irgendwo. Und zwar suchst du irgendein Blatt Papier. Wenn du eins hast, das etwas dicker ist, dann kannst du ein dickeres nehmen, sonst nimmst du ein normales. Dann nimmst du irgendeine runde Form, nimmst einen Bleistift und tust da rundherum malen, zeichnen. So, dann hast du den Kreis. Schneidest ihn aus. Ich habe das hier schon gemacht. Dann hast du so einen Kreis. Wenn du willst, kannst du hier noch so Wellen machen. Wellen und dann kannst du sie ausschneiden. Einfach so Wellen am Rand. Und dann kannst du sie ausschneiden, dann hat der Engel so schöne Flügel. Wie da. Seht ihr, das gibt dann die Wellen. Dann kannst du es in zwei falten. Machst du wieder auf. Hier oben ist ja die Mitte. Jetzt machst du hier oben halb so einen Punkt.
auf dieser Linie. Da ist mein Punkt. Den verbindest du jetzt hier rauf. So. Und jetzt muss es hier ein Dreieck geben. Verbindest du es etwa so und etwa so. Es muss nicht so genau sein, einfach ungefähr. Vielleicht kann dir ja dann noch jemand dabei helfen. Und jetzt schneidest du es aus, damit du drei Teile hast.